Zwei vielleicht wichtige Zeugen wurden in der vergangenen Woche beim NSU-Prozess in München vernommen. Zum einen war es ein Mann, der während des Attentats auf den Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat im Laden anwesend war. Zum anderen handelte es sich um Mandy S., eine Friseurin aus Schwarzenberg, die dem NSU-Trio die erste Wohnung während ihres Abtauchens besorgt hat. Über den aktuellen Stand beim Münchner Prozess berichtet jetzt Robert Andreas, der den Prozess für das AIDA-Archiv und den NSU-Watchblog beobachtet. Und damit einen schönen guten Tag, Robert Andreas. Hallo, hallo. Fangen wir an beim Zeugen, der während des Mordes an Halit Yozgat in Kassel in dessen Geschäft anwesend war. Welche Angaben hat er zum Geschehen dort nach so langer Zeit machen können? Das ist nicht ganz richtig. Er ist nicht persönlich vor Gericht aufgetreten, denn dieser Zeuge ist in den Irak verzogen zwischenzeitlich und da nicht erreichbar für das Gericht. Ersatzweise gewissermaßen wurde ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums Nordhessen vernommen, der wie viele andere Polizeibeamte damals diesen Zeugen mehrfach vernommen und zum Aufenthalt im Internetcafé befragt haben. Er hat also nochmal geschildert, was auch an Vernehmungsprotokollen den Gerichtsbeteiligten vorliegt, offensichtlich, was dieser Zeuge damals angegeben hat. Also dieser Zeuge war im Internetcafé, als es dieses explosionsartige oder schussartige Geräusch, der Zeuge sagte damals, wie wenn ein Luftballon explodiert, gegeben hat. Und, das ist vielleicht die wichtigste Information, er hat in einer gläsernen Telefonzelle telefoniert, die mit Plakaten verklebt war, aber so viel hat er noch erkennen können, dass ein über 1,80 Meter großer Mann in heller Kleidung daraufhin den Laden verlassen hat. Dieser Zeuge ist ja auch insbesondere wichtig, da sich zeitgleich der damalige Verfassungsschutzbeamte Andreas T. im Geschäft aufgehalten hat. Inwiefern decken sich denn die gemachten Beobachtungen mit denen von Andreas T.? Ja, zum Teil decken sie sich, zum Teil widersprechen sie sich. Und das fügt den vielen Kapiteln um die Anwesenheit Andreas T.s im Internetcafé von Halit Yozgat zur Tatzeit ein weiteres Puzzlestück hinzu. Sie decken sich an einem Punkt, denn der Zeuge Ali S., der hat den ermordeten Halit Yozgat auch nicht am Boden liegen sehen hinter dem Tresen. Zuerst, als er zum Internetcafé rausgegangen oder nach vorne geschaut hat, als auch für ihn war der Ermordete zunächst unsichtbar, bis er durch die Schreie des Vaters von Halit Yozgat auf den Toten aufmerksam oder dann Erschossenen aufmerksam wurde. Das deckt sich mit den Angaben des Verfassungsschützers, aber dessen Angaben zum Tatzeitpunkt kein Schuss, bei der Anwesenheit im Internetcafé kein Schussgeräusch wahrgenommen zu haben, eventuell vor der Tat rausgegangen zu sein oder auf keinen Fall nach einem Schussgeräusch das Lokal verlassen haben, Dem widerspricht das natürlich total. Die Friseurin Mandy S., die dem Trio wohl die erste Wohnung in Chemnitz besorgt hat, die wurde in dieser Woche auch vernommen. Vorher war aber wohl nicht klar, ob sie überhaupt aussagen wird. Sie hat aber doch ausgesagt dann. Worum ging es dabei genau? Also es gibt ja eine Ungereimtheit im ganzen Prozess. Die Bundesanwaltschaft hat ein Killer-Duo aus dem NSU gemacht, und Beate Zschäpe als dritte Beteiligte und vier sogenannte Unterstützer mit angeklagt. Aber wenn der NSU korrekt betrachtet wird, dann ist es doch ein ganzes Netzwerk von Neonazis, die verwoben mit der militanten Neonazi-Szene den NSU gebildet haben. Deswegen ist immer so ein bisschen unklar, wer ist eigentlich Beschuldigte, wer kommt als Angeklagte und Angeklagte in Betracht und wer muss als Zeuge bzw. Zeugin aussagen. Das betrifft auch Mandy S. Sie hat eine ganze Reihe von Unterstützungsleistungen für den NSU gemacht. Folgt man ihrer eigenen Aussage und dem gegen sie geführten Ermittlungsverfahren. Sie ist aber eben in diesem Prozess jetzt nicht mit angeklagt, sondern als Zeugin geladen gewesen. Üblicherweise haben Personen, gegen die selber ermittelt wird, ein Auskunftsverweigerungsrecht nach dem Paragraph 55 in der Strafprozessordnung. Das hat sie aber nicht wahrgenommen. Also sie hat ausdrücklich in Anwesenheit eines Anwalts erklärt, dass sie Aussagen machen mag im Prozess. Insofern war das spannend, dass quasi mal jemand from the inside, also innerhalb der den NSU unterstützenden oder mittragenden militanten Naziszene
Sachsens, Bayerns und Thüringens tatsächlich bereit ist, Aussagen zu machen. Dazu hätte ich halt schon auch noch eine Frage. Ist es denn überhaupt schlau, dass gegen mehrere potenzielle Zeugen schon Ermittlungsverfahren laufen? Immerhin können die sich ja, selbst wenn sie es letztendlich nicht tun, aber sie können sich hinter dem Aussageverweigerungsrecht verstecken. Ja, können sie in der Tat, fällt jetzt eben diese Aufteilung, jetzt einen Prozess gegen die ersten Täter zu machen und später vielleicht einen gegen weitere Beschuldigte, das fällt jetzt natürlich den Prozessbeteiligten auf die Füße, weil sich potenzielle Zeuginnen und Zeugen wegen der Gefahr Ermittlungen gegen die eigene Person natürlich da rausreden könnten. Es fällt dann aber auch wieder nicht auf die Füße, denn das Beispiel Mandy S. zeigt ja, dass trotzdem solche Personen vorgeladen und auch vernommen werden können. Ein Punkt ist, dass natürlich auch Mandy S., und das kennen wir schon von allen bisher aufgetretenen neonazistischen Zeuginnen und Zeugen im NSU-Prozess, quasi Meisterin der Verharmlosung und Verleugnung der Aktivitäten, insbesondere der eigenen Aktivitäten, und der Meisterin der Erinnerungslücken, würde ich mal sagen, sich als solche präsentiert hat, ja. Robert, bis zum 11. März ist jetzt erstmal eine Verhandlungspause anberaumt. Dennoch, ist schon abzusehen, was dann auf die Prozessteilnehmer zukommt? Ja, in der Tat. Jetzt kommen ziemlich viel von denen als Zeugen in Betracht oder werden jetzt vorgeladen, die tatsächlich der Neonazi-Szene angehören oder die als V-Personen gearbeitet haben. Jetzt widmet sich der Prozess also durchaus tatsächlich mehr diesem Netzwerk des NSU, wenn es denn dazu kommt. Bisher haben sich solche Termine auch sehr oft verzögert oder wurden wieder abgesagt. Also wenn es wieder dazu kommt, dann erfahren wir mehr über die Einbindung, über die auch Mandy F. ja viel geschildert hat, bekannte und Freundschaftsverhältnisse unter der thüringischen, sächsischen und bayerischen Neonazi-Szene bis hin zu denjenigen, die die Kerngruppe des NSU gebildet haben. Das geht weiter. Da ist jetzt also der März voll mit Ladungen dieser Personen und ab Ende März soll sich eigentlich der Prozess auch in dem rassistischen Attentat in der Kölner Kolbstraße, dem Nagelbombenanschlag, widmen, wird sich zeigen, ob da auch viel Platz ist für die Schilderungen der Opfer und wie mit ihnen umgegangen wurde. Das Neueste vom Münchner NSU-Prozess wurde uns berichtet von Robert Andreasch, der auch für das AIDA-Archiv und den NSU-Watch-Blog den Prozess beobachtet. Robert, vielen Dank für den Bericht und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal können Sie auch die Beiträge nachhören und zwar in unserer Mediathek unter www.radiolotte.de. Robert, ich wünsche dir noch einen sonnigen Tag und eine sonnige Woche. Danke, gleichfalls. Bis dahin, tschüss.